würden uns gern mit Ihnen über Ihren Mann unterhalten. Sicher, bitte. Frau Stolte, hat jemand schon öfter solche Ausraste? Er hat noch niemanden geschlagen, wenn Sie das meinen. Ich nehme an, Sie werden meinen Mann gründlich durchleuchten, also kann ich es Ihnen auch gleich sagen. Er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Er war in Afghanistan. Ja, bis vor gut einem Jahr. Dann wurden er und einige seiner Kameraden auf einer Patrouillenfahrt beschossen. Es gab auch eine Explosion, aber weiteres weiß ich leider nicht. Und wurde er verletzt? Zum Glück nur leicht, aber es gab auch Tote und Schwerverletzte. Mein Mann wurde dann nach Deutschland ausgeflogen und seitdem ist er zu Hause. Wurde er behandelt? Ja. Er hatte auch eine psychologische Behandlung, aber die hat er dann abgebrochen. Hendrik war immer stark und ausgeglichen. Und jetzt kenne ich ihn nicht mehr. Die Fliege an der Wand ärgert ihn. Alles wird ihm zu viel. Er schläft schlecht, kann sich auf nichts konzentrieren. Warum hat er die Behandlung abgebrochen? Er sagt, sie zwingen ihn dazu, sich zu erinnern, und er will sich nicht erinnern müssen. Mein Mann hat sich hier im Keller eingerichtet. Er schläft auch hier. Schön. Wir führen keine richtige Ehe mehr. Er hält sich dann meistens auf, liest viel, hört Musik oder starrt einfach nur die Wand an. Und nachts ist er dann meist draußen. Er geht nachts raus? Ja, er fürchtet sich vor Tageslicht. Er läuft dann im Garten auf und ab oder läuft die Straßen lang, wenn alle anderen schlafen. Frau Stolte, dürften wir uns hier unten noch ein bisschen umsehen? Ja, sicher. Dankeschön. Rohan und Herr Morgenstern, das ist Herr Held, der ehemalige Bundeswehrtherapeut meines Mannes. Ich habe ihn gleich angerufen. Wie geht es, Herrn Stolte? Er wird gerade befragt. Warum hat er die Behandlung abgebrochen? Ja, bitte, setzen Sie sich doch. Soldaten haben extreme Probleme damit zuzugeben, dass sie nicht nur physisch verletzt worden sind. Da gilt man schnell als Weichei. Was für einen Elitesoldaten wie Herrn Stolte karrieretechnisch nicht gerade günstig ist. Und? Konnten Sie ihm helfen? Ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen über meinen Patienten sprechen kann. Ja, klar, ich verstehe schon. Was ich meine ist, können Sie sich vorstellen, dass Herr Stolte hier und jetzt in München jemanden ermordet? Haben Sie sich schon mal mit dem Thema PTBS beschäftigt? Die Liste der Symptome, die übrigens oft erst Monate später auftauchen können, ist lang. Schlaflosigkeit, Panikattacken, Depressionen, das Gefühl der Entfremdung. Erhöhte Aggressivität. Sicher. Einige sind entsetzt darüber, dass sie ihre Kinder wegen einer Kleinigkeit schlagen, was sie vorher nie getan hätten. Die schlimmste Folge ist das Berserker-Syndrom. Wenn Ex-Soldaten sich oder andere töten, sogar Amok laufen. Beantwortet das Ihre Frage? Frau Stolte, wann genau hat Ihr Mann sich verändert? Gab es vielleicht gewisse Umstände, an die Sie sich erinnern können? Nein. Nein, er hat sich ab und zu über Dinge aufgeregt, über die Leute in den Ämtern, zu denen er geschickt wurde. Aber die Angst vor Tageslicht, die hatte er seit seiner Rückkehr aus Afghanistan. Das Attentat geschah am helllichten Tag, bei grellem Sonnenlicht. Sonnenlicht löst auch die Flashbacks aus, richtig? Richtig. Sonnenlicht. Die Schreie der Verwundeten, die eigenen Schmerzen. Das alles verbindet sich zu einem emotionalen Pulverfass. Ich wusste zuerst überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Er wollte ja nicht mit mir reden. Hendrik, Schatz, der Kaffee ist fertig. Kommst du mit raus? Ist ganz schönes Wetter. So,
Verdammt nochmal, ich hab dir doch gesagt, lass die Läden runter! Hendrik und ich, wir sind erst seit 3 Jahren verheiratet. Nach Ende seiner Dienstzeit wollten wir ein eigenes Geschäft eröffnen. Wir wollten Kinder. Alles aus. Sie müssen Geduld haben. Sagen Sie mir nur, wie lange noch? Vielleicht 10? Hallo, Frau Stolte. Mein Mann ist in seinem Keller. Ich wollte mit Ihnen sprechen. Ist er denn immer noch verdächtig? Sie haben ihn doch schon freigelassen. Er ist nach wie vor unser Hauptverdächtiger. Er war aber in der Nacht zu Hause. Die Frage ist, ob Sie überhaupt merken würden, wenn er weggeht. Seitdem Hendrik so verstört ist, bin ich nachts auch oft wach. Sorgen Sie bitte dafür, dass er in der nächsten Zeit das Haus nachts nicht verlässt. Und wenn er es doch tut, rufen Sie mich bitte an. Hören Sie. Mein Mann ist kein Mörder. Danke.